Bilhões, bibi, bilhões, bibi, três, quatro. Es bereitete Laura großes Vergnügen, eine Spieldose in den Händen zu halten, während das Werk im Gange war. Ihr Gesicht strahlte ordentlich vor Entzücken, wenn sie die Tonwellen fühlte. Sie hatte also somit eine Art musikalischen Genusses, ohne einen einzigen Ton zu hören. Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Unterlagen konnte ich auch feststellen, dass Laura über ein sehr lebhaftes Zeitgefühl verfügt hat. Denn Dr. Ho schreibt in einem Originalbericht aus dem Jahr 1839 Folgendes. Ich zitiere. Am Klavier sitzend vermag Laura die Noten in zwei folgenden Takten ganz korrekt zu spielen. Nun ist daraus zu ersehen, dass sie eine klare Vorstellung vom Zeitmaß haben muss, um die zwei Achtelnoten im richtigen Augenblicke anzuschlagen. Denn im ersten Takte kommen sie aufs zweite Viertel, im zweiten Takte aber auf das dritte. Kriegstheater. Mr. William C. Rumbold ist jetzt in New York der Mann des Tages. Eine große Idee bewegt ihn. Er will die Welt mit einem grandiosen Kriegstheater beglücken, das nach der Erfindung des lenkbaren Luftschiffes ein amerikanischer Millionär diese Idee aufgreifen würde, war vorauszusehen. Zunächst sollen natürlich veritable Luftschlachten zwischen Yankees und Japs vorgeführt werden. Das ist in Amerika aktuell und wird die Kassen prächtig füllen. Thank you.
Mm-hmm.